thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Ein klebriges Abenteuer, Daffy Duck und Schweinchen Dick retten den Planeten. Ja, in diesem Film geht es um einen großen Meteoriten, der auf die Erde zusteuert und der doch so groß ist, dass er doch erheblichen Schaden dort anrichtet, bzw. anrichten würde. Und hinter diesem Kometen ist noch ein UFO. Und ja, der Insasse dieses UFOs ist ein sehr, ja, man hat den irgendwie sehr zwiespältig, würde man den halt bezeichnen. Und ja, dieser Charakter, der katapultiert eine glibberige, grüne Masse in ein, ja, sagen wir es mal, Forschungslabor. Und dort ist auch ein Wissenschaftler. Und der kommt damit in Berührung und wird zu so einer Art... Zombie. Was aber unsere zwei Protagonisten oder zwei Freunde, Schweinchen Dick und Daffy Duck, noch überhaupt nicht gecheckt haben, weil sie wachen auf und stellen fest, es ist Inspektionszeit, Hausinspektionszeit. Das heißt, einmal im Jahr kommt eine Dame von, ja, sage ich jetzt mal, von der Bauabnahme und guckt, ob das Haus von Daffy Duck und Schweinchen Dick noch intakt ist. Und ja, sagen wir es mal so, das Haus ist echt grenzwertig, sagen wir es mal so. Es ist nicht mehr in den allerbesten Zustand, aber notdürftig flicken sie das Haus so zusammen, dass die Bauabnahme da jetzt nicht so viel zu meckern hat, denken sie zumindest. Denn kurz vor Abschluss der Abnahme fällt denen auf, dass sie ein riesengroßes Loch in ihrem... Dach ist. Und um diesen Loch rum ist auch diese grüne klebrige Masse, mit der sie bisher überhaupt nichts anfangen können und bisher auch gar nicht wussten, dass sie ein Loch im Dach hatten. Und ja, sie haben jetzt einen Monat Zeit, um Geld zusammenzukriegen, um das Dach reparieren zu lassen. Ansonsten verlieren sie ihr Haus. Was sie aber nicht so gut hinkriegen, ist die Jobbeschaffung. Aber das ist... Noch der eine Teil des, des Problems, denn sie kommen auf ein viel größeres Problem. Denn ja, ein neuer Kaugummi soll das Licht der Welt erblicken. Dieser, dieses Alien möchte, dass der Wissenschaftler, den er unter seiner Kontrolle hat, diese grüne Masse in diese Kaugummi-Masse reinpackt damit er alle Menschen kontrollieren kann. Ja, ungefähr schon mal so viel zur Story. Der Film ist also, ich muss sagen, ich habe mich richtig gefreut, mal wieder einen Looney Tunes Film im Kino zu sehen. Also der letzte, den ich gesehen habe, der ist schon einige Jahre her. Und ich mag ja Looney Tunes auf jeden Fall, Bugs Bunny, Schweinchen Dick, Daffy Duck, und wie sie nicht noch alle heißen roadrunner Coyote und so weiter und so fort. Da fallen einem ja sofort mehrere ganze ähm, an Charaktere ein. Und was sie sehr interessant gemacht haben, das gibt schon mal ein dickes Pluspunkt. Sie haben verschiedene Animationsstile verwendet. Aber so, dass es jetzt nicht, sage ich jetzt mal, Nervig wirkte oder irgendwie wirkte das ähm, gewollt oder nicht gekonnt oder so, sondern die haben wirklich teilweise Stop-Motion eingesetzt als Animationsstil. Dann haben sie ähm, ein bisschen, ja, sage ich es mal so, 80er-90er-Stil drin gehabt. Dann hatten es ein bisschen moderner gehabt. Dann hatten es auch mal kurzzeitig mal ein bisschen klassischer gehabt. Aber das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen wild an, aber das passte irgendwie in die jeweiligen Szenen, die sie da ähm, für verwendet haben, passte diesem, dieser leicht abgewandelte oder leicht ähm, ungeänderte Animationsziel echt gut rein. Und das hat schon wieder richtig so, so, so einen Eye-Catcher-Moment gehabt. Was schwierig war für mich herauszufinden, das waren die Synchronsprecher. Und zwar, äh, Daffy Duck und Schweinchen Dick werden im Originalen von Eric Bautzer gesprochen. Im Deutschen wird Daffy Duck von Gerald Schale gesprochen und Schweinchen Dick von Santiago Sismer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ähm, ja, sonst ist an Synchronsprechern bisher nicht bekannt, außer dass in weiteren Rollen noch Rubina Naht war. Die hat Petunia gesprochen. Dann ähm, eine andere Sp Sprechrolle war im Original La Mine Newman. Die deutsche Sprecherin war davon Heike Schröttler. Könnte vielleicht die Inspektorin gewesen sein, weil, ja gut, jetzt alleine von den Stimmen kann ich jetzt die Rollen schwer zuordnen. Und ähm, dann gibt es noch eine Rolle, die wurde gesprochen vor, im Original von Fred Tassak. Kori oder Kore. Und ähm, im, im Deutschen wird da gesprochen von Tilo Schmitz. Könnte sein, dass er vielleicht ähm, dem Bürgermeister oder so gesprochen hat. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt hier nur vermuten, weil ich jetzt nicht das alles in Einzelnen herausrecherchieren konnte. Zu der Story muss man sagen, sie ist... Looney Tunes saftig, wild, dies lustig, bisschen Spannung ist auch dabei und ähm, man hat auch wirklich auch Herz und Gefühl reingesteckt in dieser ganzen Story. Also da hat man wirklich schon sehr viel gemacht, wo man einfach sagen konnte, das ist Looney Tunes Action für groß und klein. Die, die damals schon Looney Tunes geliebt haben, werden es auch heute noch lieben. Und die, die äh, Looney Tunes neu kennenlernen wollen, also gerade so die kleineren, die können da jetzt ohne große Vorkenntnisse da voll einsteigen. Also da ist nichts, was man jetzt irgendwie im Vorfeld wissen müsste oder so. Das wird, was für den Film wichtig ist, das wird in dem Film auch erklärt. Das ist schon mal dazu zu sagen. Was man ähm, auch sagen kann, dass man die verschiedenen Charaktere einfach super dargestellt hat. Also man hat diese Inspektorin, die einen echt auf die Nerven geht und wirklich so dreihundertprozentig ist, dann hat man halt dieses Alien, das ähm, wo, wo, wo man nicht weiß am Anfang, was, was er will und, 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 und in welche Richtung es geht und so, was auch richtig gut ist. Hat man diesen Wissenschaftler, der als Zombie da rumläuft und komplett teilweise komplett dumm ist. Aber gut, das ist halt durch diese Zombisierung, sage ich jetzt mal, auch geschuldet. Und dann hat man natürlich auch ähm, Petunia, die ähm, ja so ein Auge auf Schweinchen Dick geworfen hat. Die ähm, auch ein sehr krasser Charakter ist. Also ähm, die ist mutig, sie ist schlau und... Ähm, ja, sie ist ja halt auch, sage ich jetzt mal so ähm, Lebensmittelwissenschaftlerin. So kann man das ganz gut beschreiben. Also alles in allem, also ich war mit dem Film wirklich gut zufrieden. Nicht perfekt, man hätte vielleicht da an der einen oder anderen Stelle das vielleicht noch mal ein bisschen anders machen können. Ich hätte mir auch ein paar Cameo-Auftritte von anderen Looney Tunes gewünscht, zum Beispiel Bugs Bunny. Oder dass vielleicht der Roadrunner gerade den Kojote äh, äh, in Roadrunner gejagt hätte oder irgendwie sowas. Da hätte ich mir noch ein paar Cameos gerne gewünscht. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Das fand ich jetzt leider ein bisschen schade. Und damit ich die nächsten, nächsten Kinobesuche nicht ohne Snacks verbringen muss, gibt es hier ein bisschen Werbung. Hallo, Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen: Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, Randa. Und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Da. Ja, Daffy Duck und Schweinchen Dick. Ihr großes Abenteuer im Jahr 2024. Funktioniert es noch? Looney Tunes funktionieren immer. Sie haben immer funktioniert und sie werden auch immer funktionieren. Looney Tunes sind einfach Kult. Da gibt es nichts zu zweifeln. Machen Looney Tunes immer noch Spaß? Ja, sie machen immer noch Spaß. Auch wenn ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, äh, die Synchronisation hat sich im Laufe der Jahre schon geändert, weil ich weiß gar nicht, also die Stimme von Daffy Duck kommt mir jetzt auf jeden Fall auch mittlerweile ein bisschen anders vor, als ich es noch als, aus meinen Kindheitstagen kenne. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, die Stimmen gehen vollkommen klar. Also gut, obwohl mir Daffy Duck vielleicht noch ein bisschen mehr... Und irgendwie noch so ein bisschen dieses... dieses ähm ein bisschen mehr hätte haben können, aber ansonsten war das schon vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Charaktere sind super dargestellt. Ähm, der Film macht Spaß. Der Film ist wirklich extrem unterhaltsam für groß und klein. Wie gesagt, nur ich hätte mir noch gewünscht, dass noch ein paar Looney Tunes dort aufgelaufen wären, so als Cameo-Auftritt oder irgendwie sowas. Das hätte ich dann doch schon ganz gerne gesehen. Und somit gebe ich den Film vier von fünf Totenköpfen, weil der Film wirklich Spaß macht. Groß, klein, geht in diesen Film. Also die, die Looney Tunes noch nicht gesehen haben, können sie da schon mal in kleineren Umfang kennenlernen. Die, die Looney Tunes immer geliebt haben, werden auch diesen Film lieben. Von daher, da kann man wirklich mit groß und klein, mit alt und jung reingehen. Denn man braucht für diesen Film keine große, sage ich jetzt mal, Vorkenntnisse, Vorgeschichte, die man irgendwie kennen muss oder so. Man kann da komplett in diesen Film einsteigen und sich dort vertiefen. Ja, das war meine Filmbewertung zu dem Film. Ein klebriges Abenteuer. Schweinchen Dick und Daffy Duck retten den Planeten. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.